willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Diesen Mittwoch möchte ich mit euch über das Thema Kommunikation reden, bla bla, reden. Klingt komisch, ist aber so. Bevor ich allerdings mit dem Thema anfange, muss ich zugeben, ich kann nicht garantieren, dass dieses Video gut wird, weil ich muss zugeben, ich bin total übernächtigt. Ich bin jetzt von 17, 18 Uhr rum gestern bis jetzt am Mittwoch, dem 14. Oktober um 11.44 Uhr wach. Und das durchgehend. Ich habe durch ein paar doofe Ereignisse und ein bisschen Vernachlässigung der Zeit verloren und musste deswegen eine Nacht durcharbeiten. Doof, aber wahr. Eigentlich wäre ich jetzt schon im Bett, aber mich hat die Inspiration gepackt. Weswegen ich übrigens inspiriert mein Pyjama trage. Und nur noch schnell eine kurze eine Binde, ein Kopftuch, ein Ding, ein Haarband in die Haare getan habe, weil die sonst furchtbar ausgesehen hätten. Und ich mir dann dachte, okay, ich muss mir wirklich was einfallen lassen, damit es nicht so auffällt, dass ich gerade theoretisch direkt aus dem Bett geplumpst bin, kurz bevor ich eingepennt bin, nur weil ich gerade eine super Idee hatte für ein Video. Also, ich fange an. Kommunikation ist das Reden zwischen zwei Menschen. Oder auch in meinem Fall manchmal zwischen einem Menschen und meinem Kaninchen. Ich rede viel mit meinem Hasen. Einfach nur, weil jetzt manchmal merke ich einfach, dass wenn sie Angst hat und beunruhigt ist, dass es ihr gut tut, wenn ich mit ihr rede. Ich rede aber auch mit unserem Hund. Weil, auch wenn ich in einem früheren Video mal gesagt habe, es war ein Fehler, ihn anzuschaffen, so ist er halt doch ein Tier und ich bin total tierlieb und er ist ja an sich kein schlechter Kerl. Manchmal hat er auch süße Tage. Ja. Ich denke, das Wichtigste an der Kommunikation ist erstmal sicherzustellen, dass beide Parteien auf derselben, in Anführungszeichen, Welt kommunizieren. Also, ich habe zurzeit mit jemandem viel geredet, nur ich hatte das Gefühl, der jemand, der hat weder verstanden, was ich ihm sagen will, noch hat er verstanden, worum es mir geht. Ich muss aber auch zugeben, ich habe nicht verstanden, worum es der anderen Person ging. Und weil ich das irgendwie dann doch schade fand, habe ich mir gedacht, woran lag's? Und das habe ich dann öfters mit meiner Oma gesprochen, wo ich aber sofort erkannt habe, was sie mir sagen will, oder auch mit meiner Mutter. Mein Vater habe ich damit jetzt nicht behelligt, den habe ich dann eher damit behelligt zu fragen, soll ich doch noch Muffins backen oder nicht? Wollen wir Muffins essen? Ich glaube, wir machen Muffins. Also, ich habe die schlechte Angewohnheit manchmal, wenn ich gerade dabei bin von Kommunikation, dass ich, also manchmal, wenn mein Vater mir nicht die Antwort gibt, die ich gerne hören möchte, dann mache ich sowas in dieser Art, nämlich, gut gemacht, meine Tochter, ich bin stolz auf dich. Ach Dad, das musst du mir doch nicht sagen. Und jetzt sage ich für meinen Vater stellvertretend, du musst nicht ins Bett, mein Kind, du kannst auch super noch ein Video drehen. Ach Dad, du hast recht. Ja. Oft fällt mir Kommunikation total schwer. Einerseits, weil ich keine Ahnung habe, was der andere mir gegenüber eigentlich will. Andererseits, weil ich oft nicht verstehe, was er mir eigentlich sagen will. Manchmal auch, weil ich einfach die Sprache nicht verstehe. Das ist jetzt die Geschichte vom Chinesen vor der Bank. Vor der Bank auf der Bank. Da bin ich einem Chinesen begegnet und habe mir gedacht, ah, der sieht doch aus wie der Chinese, wo wir immer so gerne uns China-Essen bestellen. Sag mal Hallo. Und dann sage ich so Hallo und versuche mit dem zu reden. Und dann kommt plötzlich, schaut er mich so riesig an und fängt an, Chinesisch zu reden. Und dann dachte ich, ja,
wieder mal 10 Meter daneben. Ja, als Asperger fällt es mir schwer zu kommunizieren, weswegen ich auch bekanntermaßen nicht so viele Kontakte habe. Allerdings bin ich auch nicht so oft ganz so, ja, könnte jetzt sagen, scharf drauf zu kommunizieren. Ich finde, die meisten Menschen, denen ich so begegne, die erzählen dir, ich liebe Äpfel und denken irgend sowas wie, ich hasse Äpfel. Mein Vater hasst übrigens auch Äpfel. Nur mal so als kleine Info. Und Tomaten und Kartoffeln. Aber Kartoffeln mag er, wenn sie wiederum zu Pommes werden. Oder zu irgendwas anderem, wo man nicht mehr sieht, dass es eine Kartoffel ist. Geht mir aber auch so. Ja. Oh, ich ähmte. Als ich ein Kind war, habe ich immer Interviews im Fernsehen gesehen und ich fand das Schrecklichste überhaupt, wenn dann jemand gemacht hat. Mein bester Kumpel aus früheren Zeiten, mit dem war ich, glaube 2 Jahre auf derselben Schule oder so, war nicht lange, der hat auch an jeden Satz, aber wirklich an jeden Satz, der konnte dir sagen, guten Morgen. Und dann kam auch nichts mehr. Das war jetzt nicht so, dass es eine Denklücke war. Der hat es dann einfach so gesagt. Er war doch nicht mein bester Freund, es war einfach ein Bekannter, fällt mir gerade ein. Ups. Naja. Ja. Ich habe die schlechte Angewohnheit, immer an alles ja ranzuhängen oder und so. Und auch eine schlechte Angewohnheit, wo meine Mutter immer sagt, schlecht kommuniziert mein Kind. Ich sag meistens erst beim dritten Anlauf, was ich wirklich will. Meine Mutter fragt mich, was willst du zum Abendessen? Meine erste Antwort ist, nix. Meine zweite ist, hab keinen Hunger. Und meine dritte ist, du, eigentlich hätte ich Lust auf Chinesisch. Oder sowas wie, ich frag meine Mutter, ich merke, dass es Zeit wird zum Essen und dann frage ich sowas wie, Mama, sag mal, was geht heute eigentlich beim Essen so? Gemeint ist bei mir aber, Mama, sag mal, können wir heute irgendwas bestellen? Es ist so, manchmal fällt es einem schwer zu sagen, was man will. Ich möchte am liebsten mich auf dieses YouTube-Ding konzentrieren. Ich möchte am liebsten einfach gerade nicht so viele anstrengende Gespräche führen müssen. Ich will am liebsten, dass diese Geschichte mit dem Amt sich bald klärt. Erzähle ich euch aber in einem anderen Video, nämlich erst dann, wenn sich das geklärt hat. Dann kann ich ja mal dann erzählen, was da so gerade abgeht. ich hoffe, dass meine Familie, die noch nichts von meinem Asperger weiß, dass über diese Videos viel lernt über mich oder auch einfach ein paar Dinge versteht, die ich vielleicht in ihren Augen früher falsch gemacht habe oder komisch gemacht habe oder einfach auch schlecht kommuniziert habe, weil manchmal geht es mir so, dass ich in einem Laden stehe, wie schon in meinem letzten Video erwähnt, und einfach kein Wort rausbringe. Aber dann ist es nicht so, dass es nur darauf zurückzuführen ist, dass ich unfassbar schüchtern bin. Ich bin total schüchtern, also ich traue mich nie, jemanden anzusprechen. Naja, Mädchen schon. Weil dann denke ich immer so, eine Chance, eine neue Freundin zu gewinnen. Aber bei Typen fällt mir das richtig schwer. Gibt's auch noch diese wirklich peinliche Geschichte, wo ich habe mir mal überlegt, mit einem Typen zu reden. Hab mir logisch und faktisch alle möglichen Antworten, die er mir geben könnte oder alle Fragen, die er mir stellen könnte, durchgearbeitet. War auf alles vorbereitet. Bin zu ihm hingegangen, hab mich hingestellt, hab ihn nett angelächelt, hab gedacht, das ist jetzt deine Chance, Lena. Los, sag irgendwas. Sag irgendwas. Sag was. Und es kam nichts. Dann ging es weiter mit, ich dachte mir so, oh Gott, bitte sag irgendwas. Irgendwas. Daraufhin hat er mich dann gefragt, was willst du? Daraufhin habe ich den, wie meine Mutter es immer so nett nennt,
den Schildkrötenmoment bekommen habe. Und dann ist mir so peinlich geworden, dass ich in einem Lachkrampf geendet bin. Ich habe wirklich richtig anfangen müssen zu lachen. Also es war schlimm. Und dann habe ich durch das viele Lachen habe ich keine Luft mehr bekommen und dann bin ich umgekippt. Und damit hat sich das Thema dann auch gegessen und ich habe mir für mich vorgenommen, das war das letzte Mal. War es dann aber nicht. Beim nächsten Typen bin ich wenigstens nicht umgekippt, aber ich habe einen Lachkrampf gekriegt. Leichter fällt es mir, wenn der Typ mir irgendwas sagt wie, was willst du, du Doofkopf. Und dann kann ich nämlich anfangen loszuschimpfen und dann ist diese Blockade gebrochen. Mein bester Freund Theo, den habe ich, ist das auch so eine ganz strange Geschichte. Entschuldigt, müde. Dem bin ich begegnet im Rossmann. Es gibt auch andere Drogeriemärkte, wie zum Beispiel der DM, da gehe ich am liebsten hin. Mache ich euch aber auch mal ein Video. Läden, die ich finde, dass sie super sind zum Einkaufen. Einfach nur, weil sie nicht so viele Eindrücke abwerfen. Ah, das kommt noch. Muss ich mir aber noch aufschreiben, weil sonst vergesse ich es wieder. Ah. Ja. Oder erinnert mich dran. Könnt ihr ja. Schreibt es einfach in die Kommentare. Ballert mich voll zu mit Fragen. Ich beantworte alle Fragen. Es gibt nichts, was mir wirklich peinlich ist. Weil peinlicher als umkippen vor dem Typen, den man toll findet, kann es nicht werden. Okay. Ja, was ich sagen wollte, mein Freund Theo, wo viele mir erstmal nachgesagt haben, ich wäre total verknallt in ihn, weil ich so oft von ihm geredet habe. Aber eigentlich war es diese Begeisterung, endlich mal jemanden zu treffen, der genauso, in Anführungszeichen, denkt wie ich, der genauso kommuniziert wie ich, bei dem es nicht so ist, dass ich das Gefühl habe, ich bin ein grüner Frosch unter 1000 gelben Fröschen. Wieso komme ich jetzt auf Frösche? Auf grün komme ich auf jeden Fall wegen meiner schlechten Witzekuh, in die ich jetzt gleich noch was einsagen muss. Mist! Ja, auf jeden Fall, das Besondere war bei unserem ersten Treffen, ich gehe oft in Rossmann, zu dem Zeitpunkt bin ich öfters gegangen, zur Zeit bin ich eher seltener draußen, gebe ich zu. Aber damals bin ich oft zum Rossmann und das mindestens so einmal die Woche. Und da war dieses Kühlregal und ich habe das immer angeguckt, weil da eben, ehrlich gesagt, wollte ich mir eine Cola kaufen, habe dann aber gedacht, Gott, ist das viel Zucker und dies Zucker ist überhaupt nicht gut, das verbrennt Eisen und Kalzium und alle Mineralstoffe und überhaupt und ja. Obwohl ich selbst trotzdem immer und wieder eine Cola trinke. Ich bin das nicht so, als ich sage. Es ist furchtbar, es gibt auch tolle Sachen. Es ist süß und es schmeckt und ja, abgelenkt, aber egal. Und dann ist mir nach 5-mal Besuchen, habe ich eben gemerkt, denn ihr Kühlregal sinkt ab. Es sind immer bloß Millimeter gewesen, so 2-3 Millimeter oder so, aber es ist mir trotzdem aufgefallen. Und als ich dann beim Rossmann war, dann war es so, dass ich auf jeden Fall wieder mal vor dem Kühlregal stand und dann bin ich so da gestanden. Weil ich mir gedacht habe, weil mir aufgefallen ist, okay, dieses Mal ist es um 10 mm abgesunken und jetzt ist es schräg, wirklich schräg. Jetzt müsste es doch mal wirklich jemand sehen. Und dann urplötzlich, ich war noch mitten in Gedanken versunken, sagte einer hinter mir, dieses Regal ist schräg. Wirklich schräg. Um genau 10 mm schräg. Und ich habe mir sogar in dem ersten Moment gedacht, okay, entweder hat ein Metermaß da oder ja. Und dann habe ich mich umgedreht und sah diesen nett wirkenden Jungen und sag so, hi. Ich habe irgendwie selbst nicht gewusst, wieso das so schnell ging. Irgendwie einfach nur, hi. Und dann
war es so, dass er auf jeden Fall irgendwann mir gesagt, dann irgendwann, wir haben eben noch über das Regal geredet und nach so ein paar Minuten fragt er mich so, sag mal, bist du auch ein Asperger? Daraufhin dachte ich mir so, ja, Leuchtreklam, Moment, Teil 2. Und ich so, ja. Ja, irgendwie schon. Und dann er so, ja, ich auch. Also mir noch erzählt, wie furchtbar er es gerade findet, dass sein Bruder ständig zum Mediamarkt rennt und er da jetzt mit müsste und deswegen würde er ständig beim Rossmann rumhängen. Da habe ich noch so gesagt, cool. Und dann war es das. Dann bin ich gegangen. Weil ich hatte alles, was ich gebraucht habe. War Bett, die... Nein, warte, ich war allein. Aber auf jeden Fall hatte ich, was ich gebraucht habe und dann bin ich eben aus dem Rossmann raus. Und weil ich ja jede Woche fast zu Babette gehe, bin ich dann eine Woche später wieder zum Rossmann gegangen und dann war er da wieder. Dann habe ich mir so gedacht, okay, ich habe ihn dieses Mal wieder erkannt, weil wir beide wieder an diesem Regal hängen geblieben sind. Und ja, haben wir auch wieder geredet nett und dann irgendwann habe ich ihm eben mein Facebook-Link gegeben und habe gesagt, sag mal, meld dich halt mal. Ehrlich gesagt habe ich gedacht, das läuft dann so, wir schreiben uns dreimal und das war's dann. Tja, es ist jetzt glaube ich 3-4 Jahre her, vielleicht auch schon länger. Und seitdem schreiben wir uns regelmäßig und skypen und reden. Und ich finde es so unglaublich toll, dass ich mit ihm reden kann, weil ich bei ihm viel weniger Worte brauche. Wenn einfacher ist, könnte man so sagen. Wenn du jemanden findest, der wirklich dich versteht und denkt auch ein wenig wie du und bei dem du nicht alle deine Taten oder das, was du sagst, dreimal erklären musst, wo du nicht unbedingt da sitzt und sagen musst, ich meine mit dem Satz, ich möchte nicht über Chat reden, wirklich, ich will nicht chatten, sondern ich will reden. Es ist einfach ein Vorteil. Oder sowas wie, wo du einfach nur sagst, wo du nicht sagst, ja, ich bin auch nicht müde. Und der andere dich dann fragt, ja, warum nicht? Ja, was ist denn? Ja, überhaupt? Sondern wo es einfach nur so, du bist nicht müde. Ende. Ja, es ist wirklich was Schönes. Jetzt bin ich irgendwie voll aus dem Thema rausgerutscht. Was ich sagen will, ist noch, egal wie schwierig Kommunikation für uns Asperger ist, obwohl ich immer noch das Wort As bevorzuge, so ist es trotzdem wichtig, dass wir kommunizieren, damit wir nicht aus der Übung geraten. Okay, ich möchte nicht das Video zu lang halten, deswegen sage ich hier an dieser Stelle Tschüss. Wenn ihr Fragen habt, in meiner Infobox ist meine Facebook-Seite, meine E-Mail-Adresse ist auch da, also falls ihr darüber mir Fragen stellen wollt. Ihr könnt mir aber auch hier direkt auf YouTube Fragen stellen oder auch irgendwelche Kommentare hinterlassen. Über ein Abo freue ich mich immer. Ja. Übrigens, ja, irgendwie fällt mir jetzt gerade nichts mehr ein, außer zu sagen Tschüss, bis Freitag und macht's gut. Ciao.